Herzlich willkommen bei Fünf Finger Barbecue. Wir haben uns heute einen Kassler-Döner gemacht. Christians Idee, muss ich sagen, sehr begeistert bin ich immer noch davon. Die haben wir schon probiert. Ja. Total lecker, wirklich irre. Okay, was wir dazu brauchen, zeigen wir euch jetzt. Los geht's. Ja, zu dem Kassler-Döner mit Coleslaw, was wir dazu brauchen. Ein Viertel Kohl, drei Mohrrüben, zwei rote Zwiebeln, ein Schuss Brät, ein Esslöffel Essig, zweimal Mayonnaise. Ich habe hier Zucker, Salz, Pfeffer und eben mal Sour Cream. Und ist ja klar, zu dem Brot, was wir dazu machen dann, ne? Nicht zu vergessen noch das bisschen Fleisch, der richtige interessante Salat sozusagen. Genau so ist es. Ja, wenn Christian legt das auf den Grill, in der Zeit schnippel ich, da braucht, das ist ja uninteressant, das Schnippeln. Ja. So, das legen wir jetzt auf, das soll jetzt im Kern denn nachher gute 60 Grad haben. Jetzt müssen wir erstmal eine Weile hin und her drehen, erstmal schön im direkten Bereich. Nachher wird jetzt erstmal schön angegrillt, das legen wir den indirekten, schließen den Deckel und dann sehen wir uns wieder. Christian hat ja nur das Fleisch auf den Grill gelegt. Ich hatte hier in der Zeit geschnippelt, in Streifen geschnitten, den Kohl, Zwiebeln ohne Streifen, Möhren hat mir ein bisschen Hilfe geholt. Gut, dann hauen wir das mal alle drin hier und bereiten mal den Coleslaw vor, wa? Mach das mal. Das ist, also, naja, eigentlich ist das, der ist total lecker, aber total einfach. Also, wie gesagt, hier 200 Milliliter, nee, nicht 200 Milliliter, 200 Gramm sind das ja, wa? So, dann kommt hier halt zweimal ordentlicher Batzen. Ja, wenn man das mit Schwung macht. Kommt hier. Zack. Auch gut? Gut. Die hast du schon jetzt gesehen. Ja, ja, deswegen. Ich warte schon, dass du jetzt endlich darauf skippst, weil ich möchte den Rest davon gerne haben. Also wie gesagt, ein Schuss zu rein. Oh, oh, was kann das sein? 2cl, 4cl, so in den Dreh. Und die ist für dich. Den brauche ich nicht mehr. Krieg mal den, habe ich bei. Ist das nicht eigentlich zum Aufschäumen für Milch oder so? Nee. Das hast du wahrscheinlich deine Frau wieder aus der Küche geklappt heute Morgen. Ja. So, haben wir das Öl schon? Ofen wieder weg damit. Lass mich raten, ich darf den Salat drin machen. Jetzt bist du dran. So. So, komplett, auch das, was runterfällt. Ach, Fisch ist abgewischt, alles gut. Na, ist ja auch so viel Wachs drauf, da kann ja auch ja nicht mehr einziehen ins Holz. So, dann nimm mal deine beiden Löffelchen oder gib mir mal den zweiten, den hast du gerade beiseite, den legt in deine Schüssel, dann kann ich das nämlich immer hier schön durchheben. Ja. Ja, oder? Okay. Aber der ist doch noch wunderbar und der auch. Ja. Und dann kann man das hier schön. Ich denke mal, das sieht langsam ganz gut aus, aber ich habe noch zu viel Möhren auf der Seite. Deswegen würde ich mal gerne mal hier noch gucken. Wenn ich unten drunter sind noch die ganzen Möhren, das dreht nicht so okay. Richtig gerade. Das ist übrigens wieder der Klassiker. Die ganze Zeit hat die Sonne geschienen. Komm mal, ja. Komm mal wieder die Kamera an. Ne? Na komm, hat man Feierabend, ist zu Hause, macht, ist die Sonne weg. Jetzt darfst du die Dinger in deine Schale legen. Nein, jetzt probieren wir ja. Ja. Gerade du? Ja, ja, Salat, ich freue mich riesig. Die machen wir mit. Aber du hast doch letzte Woche schon mal probiert. Da hast du gesagt, der schmeckt gut, oder nicht? Lecker, keine Frage. Naja, jetzt seht ihr ja noch eine Stunde im Kühlschrank. Nee, ich wollte gerade sagen, ein bisschen ziehen noch. Beim letzten Mal war er nämlich noch ein bisschen knackiger. Ja. Hm? Alter. Ja. So, dann mache ich das jetzt aber endlich in deine Schale, weil ich muss jetzt nämlich noch was Fleisch drin. Okay. So, wir haben das ganze Stück jetzt von jeder Seite schön scharf angegrillt. Eigentlich simpel zu merken. Wie ein Würfel, hat 6 Seiten, von jeder Seite maximal 5 Minuten, damit er dann auch in etwa so aussieht wie das hier. Ja. Dann legen wir das Ganze jetzt hier in den indirekten Bereich nach beiseite, schließen den Deckel und lassen es jetzt nochmal, wird es jetzt erstmal eine halbe Stunde machen und dann gucken wir nochmal die Innentemperatur uns an. Gut, wir haben die mit dem Brenner noch mal ausgemacht, haben das Fleisch jetzt, was hat man, dreiviertel Stunde, Stunde, wie so neben Dreh. Wir haben immer ein bisschen geguckt mit dem Kernthermometer, sind jetzt so bei
65 Grad gelandet. Ihr seht, das Brot haben wir auch schon drauf. Und dann wird angeschnitten und los geht es. Dann schneid uns das Prachtstückchen mal an. Das probiere ich. So, haben wir unseren Pika, dicker oder dünner? Von mir aus sehr schmal. Ich probiere mein Glück. Ich glaube nicht, damit ich das hinkriegen werde. Aber das macht nichts. Oh ja. Oh, guck mal hier. Kannst du dir schon mal reinhauen? Oh ja, auf jeden Fall. Oh ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, haben wir auf jeden Fall nichts verkehrt gemacht. Ja, Christian. Ja, dünner oder dicker, weiß ich nicht. Hab ich all gut. Wunderbar, sieht super aus. So muss das sein. Wir haben das ja schon ein paar Mal gehabt. Jeder macht sie sehen selber. Bei, ja. Bei Salat bist du ja immer ein bisschen... Ja, Salat ist so eine Sache, die brauche ich nicht unbedingt. Meistens verwechsel ich beim Einkaufen eh mit Fleisch. Ich pack mir mal drauf, weil ich weiß, der schmeckt gut. Ja, ich mache es jetzt deswegen auch. Es passt vor allem auch zum Döner, muss man ja mitmachen. So ganz ohne Salat ist auch nicht ganz das gleiche. Oh Mann, komm, ja. Wir haben uns noch nicht so. Ja. Hier zwei, drei schöne Stücken drauf. Also auf alle Fälle ist das mega saftig, wie man das hier sieht. Ich will dafür nochmal am Rande sagen, nochmal vielen Dank Fleischerei Höhne für das tolle Fleisch wieder. Und würde ich sagen, probieren wir das Ganze jetzt endlich mal, wa? Ja, ich habe ja schon immer probiert. Das kann ja ein bisschen mit lecker. Ja, praktisch. Also ich kann dir jetzt schon mal sagen, das ist bombastisch. Das passt mit dem Kreuzlau-Salat. Das ist ein super Spiel, weil der Kassler ein bisschen würzig ist. Und der Kreuzlau hebt dann genau diesen Gegenspieler. Super. Mega. Also, das ist wirklich klasse. Kann ich euch nur empfehlen nachzumachen. Kassler Döner, echt geile Erfindung. Geil, ne? Vielleicht müssten wir damit eine Kette aufmachen. Ja, okay. Na dann, Moment. Wünschen wir euch viel Spaß beim Nachmachen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, und dann folgt uns auf Facebook, Instagram, YouTube. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.